Guten Morgen. Und? Hi, hallo. Kennst du den schon? Was macht eine Blondine, wenn ihr PC brennt? Vielleicht ein Eimer Wasser drüber kippen? Nee, die Löschtaste drücken. Oh nein. Aber wann kippt eine Blondine ein Eimer Wasser über ihre Tastatur? Keine Ahnung. Wenn sie im Internet surfen will. Oder, was sind zwei Blondinen? Ey, stopp. Kannst du mal bitte aufhören damit? Wieso? Hast du was gegen Blondinenwitze? Ja. Kriegst du mit, was du da gerade machst? Wieso? Da lachen doch alle drüber. Ja, aber das ist Witze auf Kosten von anderen. Kriegst du gerade mit, was in Amerika passiert? Ja, schlimme Demos. Mhm. Und du weißt doch warum. Ja, da haben weiße Polizisten einen Schwarzen ermordet. Richtig, genau. George Floyd wurde dort am 25. Mai von amerikanischen weißen Polizisten ermordet. Und er war nicht der erste Schwarze, der wegen Rassismus zu Tode gekommen ist. Ja, aber das ist doch in Amerika. Und das ist doch weit weg. Ja, das war in Amerika. Aber Rassismus gibt es auch hier bei uns. Hier? Bei uns? Ja, auch bei uns sind schon Menschen aus rassistischen Motiven zu Tode gekommen. Aber meistens läuft das viel unterschwelliger. Was heißt das? Na, zum Beispiel erzählen 2/3 aller Menschen mit anderer Hautfarbe, dass sie bei der Wohnungssuche benachteiligt werden. Warum das denn? Nun, wahrscheinlich denken die Deutschen, keine weiße Hautfarbe, kein Deutscher, das müssen Fremde sein, das ist uns unangenehm, den nehmen wir nicht. Oder aber, es kommt in Fußballstadien vor, da werden schwarze Fußballspieler mit Affenlauten wie Hunger, Hunger rufen begrüßt oder man schreit ihnen Bananenfresser hinterher. Echt? Aber sowas mache ich nicht. Das würde ich nie tun. Genau, das sagen auch die meisten. Aber dann, wenn es bei uns eng wird und wir Angst bekommen, dass wir zu kurz kommen, dann packen wir doch ganz gerne unsere Vorurteile aus. Und dann werten wir Menschen damit ab. Nur damit wir uns ein bisschen besser fühlen können. Nein, das mache ich nicht. Ach Herbert, sei ehrlich. Dissen ist Alltag. Das ist uns meistens nur nicht bewusst. Wie schnell sagen wir, du bist schwul, du bist ein Assi, du bist fett, du Opfer, du Ausländer, du Jude oder du bist blond. Oh. Ja, niemand ist von Vorurteilen frei. Wir lernen das schon als Kinder von unserem Umfeld. Da lernen wir, Menschen zu unterscheiden, weil das Leben einfacher macht. Wir teilen sie ein in Männer und Frauen, in Deutsche und Ausländer oder in Schwarz und Weiße. Verstehst du? Ja, aber ist das denn schlimm? Nein, im Prinzip ist das völlig normal. Aber zum Problem wird das, wenn wir Menschen aufgrund dieser Unterscheidung anders behandeln, wenn wir sie abwerten und ausgrenzen. Dann wird daraus Diskriminierung oder Rassismus, wenn die Hautfarbe den Unterschied macht. Und was kann man dagegen tun? Nun, kein Mensch wird als Rassist geboren. Wir alle haben tief in unserem Herzen drin das Bild von einer schöneren und besseren Welt. Jesus hat das immer das Himmelreich oder das Reich Gottes genannt. Nicht, weil es so weit weg ist, sondern weil es Gottes tiefstes Anliegen ist, diese Form des guten Zusammenlebens. Und deswegen hat er seinen Freunden auch ständig davon erzählt und hat es ihnen vorgelebt, wie man Grenzen überwindet, wie man Menschen, die sich aus dem Leben verabschiedet haben, wieder zurückholt, wie wir uns auf die Seite
vor denen stellen können, die ausgegrenzt und an den Rand gedrückt werden. Aber bin ich Jesus? Ich kann doch keine Wunder wirken. Nein, das sollst du auch gar nicht. Aber Jesus hat zu seinen Freunden gesagt, und das waren ganz normale Menschen, so wie du und ich, er hat zu diesen Freunden und Freundinnen gesagt, ich habe euch jetzt alles vorgelebt und jetzt seid ihr dran. Geht zu den Menschen und zeigt ihr ihnen, wie sich das Himmelreich anfühlt. Geht zu denen, die krank sind und einsam, zu denen, die ausgegrenzt und diskriminiert sind. Aber das traue ich mich nicht. Ich kann doch nicht die Welt retten. Nein, das sollst du auch gar nicht. Das ist Gottes Aufgabe. Aber er hat uns alles dazu gegeben, was wir dazu brauchen, um die Menschen ein Stück Himmel spüren zu lassen. Wie denn? Sich einem Menschen zuwenden, ihm zuhören, ihn nicht vorschnell bewerten, keinen Menschen ausgrenzen, weil er vielleicht anders aussieht, weil er anders lebt oder anders denkt als ich. Das ist schon ein Anfang. Und wenn das immer mehr machen, dann kommen wir diesem Himmelreich, dieser schönen, besseren Welt, schon ein ganzes Stück näher. Aber das mit den Witzen, das war doch nur Fun. Das meine ich doch nicht ernst. Ja, das glaube ich dir gern, Herbert. Aber wir sind nicht blond. Wir wissen nicht, wie sich das anfühlt. Und deswegen sollten wir damit vorsichtig sein. Diese Witze sind vielleicht harmlos, aber sie sind der Anfang, dass wir Menschen anfangen, in Kategorien einzuteilen und dass wir beginnen, sie abzuwerten. Okay, dann könnte ich ja mal damit anfangen, dass ich mit diesen Witzen aufhöre. Eine gute Idee. Und dir fällt bestimmt noch viel, viel mehr ein. Und dir zu Hause auch. Dir fällt auch noch bestimmt viel, viel mehr ein, wie du diese Welt zu einer schöneren und besseren Welt machen kannst. Gott vertraut auf uns. Er hat uns alles dazu geschenkt, was wir brauchen. Jetzt ist es an uns, anzufangen. Probier's mal aus. Und hab eine gute Zeit dabei und fühl dich gesegnet. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaust. Okay, tschüss. Und gib uns einen Like, wenn es dir gefallen hat. Und abonnier den